Young struggle rap flow, got a day with potential. Kinda hope she don't show. Don't test these fans, wait and see what they know. And I guess this rain don't stop. Don't stop. I've been here the whole time, shorty playing with the keys, like my keys ain't mine. Don't test this. Hauptsache, ich hatte die ganze Zeit das Licht an. Egal. Yo, was geht, Leute? Ich habe heute mal irgendwie Bock, ein kleines Video zu machen, weil ich mich ja jetzt schon länger nicht mehr wirklich gemeldet hatte. Das hatte den Grund, dass ich leider einen kleinen Unfall in meinem Schmuckstück hatte. Ja, ich schieb's immer raus. Und ja, ich mich erstmal wieder etwas regenerieren musste, weil ich doch leider ein bisschen was abbekommen habe. Die DT zum Glück nicht. Das war halt nicht so nice. Aber jetzt ist alles wieder soweit in Ordnung. DT ist gerichtet. Ich bin gerichtet einigermaßen. Hab jetzt 6 Wochen Sportbefreiung. Aber naja, gut. Was soll man machen? Ja, darum soll es aber eigentlich gar nicht gehen. Ich wollte eine kleine Ankündigung machen. Und zwar, ja, ich weiß, der sieht ziemlich aus. Tut mir leid, ich habe jetzt nicht aufgeräumt extra. Wird es ein neues Motorrad geben? Die bleibt auch. Aber, ich will noch eine andere, beziehungsweise wird mein A2-Bike jetzt kommen und das wird ziemlich nice und das wird genau in 2-3 Wochen passieren, weil ich sowieso nicht fahren kann und das Ding wird dann erstmal zu mir hoch ins Zimmer gestellt. Ja, genau da hoch bringe ich die und dann steht sie erstmal in meinem Zimmer bis nächstes Jahr im Frühjahr, bis ich dann Führerschein gemacht habe dafür. Weil ich da mit meiner Mutter jetzt ein kleines Abkommen habe, die regt sich nämlich immer auf, dass ich schwarz rumfahre. Und deshalb lassen wir das jetzt mal. Außerdem habe ich ja hier die so lange noch und das ist ja auch jetzt nicht gerade schlecht. Ist ja ein schönes Moped und ich habe einen anderen Koti, aber gefällt mir irgendwie nicht so. Genau, also zum Unfall selbst würde ich jetzt gar nicht so viel sagen. Auf jeden Fall war ich dann gleich im Krankenhaus, haben die Karre zu mir nach Hause gebracht und war dann soweit alles ganz in Ordnung. Es nennt sich Schulter-Ecke-Längssprengung, was ich habe und naja, ist natürlich nicht so geil. Aber naja, halt selbst Schulter. Auf jeden Fall wollen wir das so machen, dass wir ein kleines Gewinnspiel machen und einfach wo ihr voten könnt, was ich mir dann als nächstes für ein Motorrad hole. Und dann wird einfach ein kleines Gewinnspiel am Start sein, wo ihr einfach Pullis gewinnen könnt, wo ihr Aufkleber gewinnen könnt und. Das werdet ihr dann alles sehen. Das wird aber erst passieren, wenn das Motorrad dann final da ist, weil vorher ist halt doof. Und viel mehr gibt es hier eigentlich gar nicht zu sagen. Das Wheelie-Tutorial mit der hier wird definitiv kommen. Also, das lasse ich mir überhaupt nicht nehmen. Ich finde das so geil mit der Simme. Das soll es jetzt zu diesem kleinen Informationsvideo gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen zu meiner DT habt oder andere Sachen, einfach in die Kommentare schreiben und ich versuche das dann bestmöglich für euch zu beantworten. Mein Fahrzeug nächstes Jahr hoffentlich. Na dann, also haut rein, bleibt geschmeidig und tschüss.